Herzlich willkommen zu Emergency 4 und der Kiesling in the 90s Modifikation. Ihr seht, die habe ich euch im letzten Mal gezeigt. Und zwar ist das die bekannte Kiesling Modifikation etwas in der Zeit zurückversetzt. Anfang oder Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und dementsprechend sieht natürlich auch der Fuhrpark aus. Außer jetzt das Auto hier, gut, das passt jetzt nicht so ganz hier rein. Aber das ignorieren wir einfach mal. Der Teddy hat gesagt, dass er nicht alle Autos auswechseln konnte, teilweise, weil einfach Modelle fehlen. Ich nehme an, das hat er jetzt einfach vergessen. Das ist aber auch absolut nicht schlimm. Das ist absolut meckern auf hohem Niveau. Und deshalb alarmieren wir hier erstmal, was ist denn das überhaupt? Herzinfarkt. Oh, Herzinfarkt braucht man, glaube ich, einen NF, ne? Und natürlich auch ein RTW. Ich werde immer stark belächelt, weil ich nicht weiß, wann genau oder ab welchem Stichwort NEF mitfährt und wann nicht, weil ich halt null Ahnung vom Rettungsdienst habe, wirklich 0,0. Also gut, ich weiß, was ein RTW ist und was die einzelnen Fahrzeuge alles Tolles können, aber sonst bin ich da absolut unbewandert und deshalb sicherlich, bei einigen Sachen kann man sich denken, ich glaube beim Herzinfarkt sollte immer mal ein NEF mitfahren, aber sonst habe ich da echt null Ahnung und auch, ja, tatsächlich nicht mal die Ambition, mich da reinzulesen irgendwie. Ich bin auch John Deere ja nebenbei. Ich bin ja auch gerade, ne, ich glaube, wie so ziemlich jeder Mensch auf der Erde so geführt, am LS22 spielen. Ich habe da immer so Phasen. Ich bin jetzt nicht der größte Landwirt. Ich habe da auch wenig Ahnung von. Aber ich habe immer so meine Phasen. Ich habe zum Beispiel LS19 relativ spät angefangen. Das ist auch erst so ein Jahr ungefähr her. Aber dann habe ich es richtig übertrieben. Hab in 2 Wochen zarte 80 Stunden auf das Spiel drauf geballert und danach nie wieder angefasst. Das ist eine witzige Geschichte bei mir. Entweder ganz oder gar nicht und dann nie wieder anfassen, so nach dem Motto, oh, ich glaube jetzt schon, sich bemerkbar gemacht, die Dame. Ist ja auch ein sehr geiles NEF hier, ne? So einen ganz tollen Passat haben meine Eltern mal gefahren. Schicke Sache. Oder so mal, habe ich viele Stunden drin verbracht, wie wir in Urlaub gefahren sind. Echt interessantes Auto. Und ich habe, okay, weiß nicht, ob man das auf YouTube irgendwie erzählen kann, aber ich habe auf einer Urlaubsfahrt, ja, wurde mir schlecht. Ich konnte damals nicht so Auto fahren, beziehungsweise nicht mitfahren damals als Kind, ne, konnte ich selber natürlich gar nicht fahren. Und ich habe, ja, aus dem Fenster mich übergeben, ich habe aus dem Fenster gekotzt. Das Blöde war, ich saß vorne und hinten das Fenster war auf, bei voller Fahrt, ne. Ich denke, mehr muss ich dazu nicht erläutern, was dann passiert ist, aber gut. Was willst du machen? Das ist halt nun mal so. Sowas finde ich ja auch unglaublich geil hier, ne? Diese, das glaube ich, MAN F2000. Ist das schon F2000? Einfach wunderhübsches Auto. Steckt einfach unglaublich viel Liebe zum Detail drin, ne? Hier so eine G-Klasse. Gut, die ist vom Modell zu modern, aber die G-Klasse gibt es natürlich schon seit Ewigkeiten, wird die gebaut. Oh, hier B1000. B1000, auch interessante Geschichten mit erlebt. Das hatten wir damals als MTW in der Feuerwehr. Auch, wo ich noch zu Jugendzeiten in der Feuerwehr war, sind wir zu einigen Wettkämpfen damit gefahren. Das war mal recht interessant. Sehr rustikal, sage ich mal. Und einfach eine richtig coole Sache hier. T3, auch wunderhübsch. Einfach schicke Autos. Diese MAN-VW-Kooperation, ich weiß gar nicht, wie der richtig heißt. Der gute. Aber den hat man ja auch unglaublich oft gesehen. Gerade in Feuerwehren als Rüstwagen oder so als TLF 2000, solche Geschichten. Schon häufig gefahren. Ah, hier, ja, Artego, das kommt sogar zeitlich hin. Das könnte so der erste, einer der ersten Artegos gewesen sein. Von der zeitlichen Einordnung. Also es ist schon echt gut durchdacht. Auch schöner Golf 4 hier. Auch einer der hübschesten Golfs, wie ich finde, ne? Der Golf 4, tatsächlich. Hatte ich leider nie als Auto. Also ich hatte, als Anfangsauto gleich, oder was heißt gleich, mir einen Fabia gekauft, kein Golf. Ja, aber schönes Auto. Wie gesagt, bin ich der Meinung, ist der schönste oder aktuell nach wie vor der schönste Golf, der je gebaut wurde. Aber gut, das ist, na gut, wobei Golf 2 spielt da natürlich auch noch zart mit rein, also Golf 4 und Golf 2 teilen sich da so ein bisschen Platz. Aber das ist natürlich auch nur alles meine Meinung. Wir schauen mal nach unserem Patienten oder nach unserer Patientin, wie es der guten Dame geht. Ich denke mal, die dürfte mittlerweile, jawohl, transportfähig sein. Das machen wir natürlich auch. Oh, was auch krass wäre. Oh, oh, ich, also das glaube ich nicht, dass das geändert wurde. Es wäre zu krass. Ah, ne, er hat es rausgenommen. Okay.
Aber wie geil wäre das denn? Ich weiß, das gibt es leider nicht als Modell. Also glaube ich zumindest. So ein alter RTH. Ich weiß gar nicht, wie diese alten Dinger ist. Entweder man nimmt, was man natürlich machen kann, was natürlich klug wäre, wäre einfach ja, hier diese Bell UH-1 zu nehmen, was ja bekannt sein sollte aus Serien wie die Rettungsflieger, weil der gibt es schon seit, ich glaube, 1960 oder so. Also der würde auch durchaus hier ganz gut reinpassen, ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Lieber Teddy, vielleicht magst du den noch mit einbauen. Ich glaube, der Rettungshubschrauber wurde jetzt erstmal entfernt, welche ich bin. Vielleicht wäre das eine coole Idee. Bau doch die Bell UH-1 wieder ein. Auch schön im Bundeswehrdesign. Die gibt es ja meines Wissens sogar in der Webdisk. Das sollte also möglich sein. Ansonsten wäre mir noch die Idee gekommen. Oh, ich weiß gar nicht, wie dieser Hubschrauber hieß. Da kann ich gleich nebenbei mal googeln. BO-105 oder so, kann das sein? Rettungshubschrauber. BO-105, okay. Wilco BO-105, genau, das ist so ein. Wenn ihr den seht, dann ist der sehr ikonisch. Aber den gibt es leider nicht. Und das wäre natürlich übertrieben, da jetzt extra ein Modell zu bauen. Also würde sich da tatsächlich dann doch eher der SAR, also die Bell UH-1D war es, glaube ich, anbieten. Würde doch ganz gut da reinpassen. Wir haben jetzt hier einen Einsatz reingekriegt, der uns theoretisch nichts angehen würde, weil es Firmengelände ist. Aber das ist ganz gut gelöst, da das hier droht, in das Abwasser zu kommen und somit in das öffentliche Wassernetz, ist da doch schon wieder Gefahr im Verzug und man kann die Feuerwehr tatsächlich alarmieren. Dazu muss ich mich korrigieren. Im letzten Video habe ich doch tatsächlich gesagt, dass LF16, der FF Kiesling, ich alarmiere mal nebenbei noch das TSF mit, einfach, dass sie mal einen Einsatz bekommen, habe ich doch tatsächlich gesagt, dass das kein Bindemittel hat. Das ist falsch. Das hat durchaus Bindemittel. Ich war tatsächlich nur zu doof, den richtigen Punkt zu finden, wo man das halt anklicken kann. Aber gut, ja, nicht so schlimm. Zeige ich euch jetzt. Bietet sich natürlich an. Wie gesagt, normalerweise wäre das kein Einsatz, der uns betreffen würde, müsste man halt dann seitens der Firma entweder das selber machen, ne, oder selber wegmachen. Oder halt eine Firma rufen, wenn man es nicht kann. Aber da hier eine unmittelbare Gefahr besteht für ja, das öffentliche Wassernetz, ist das natürlich eine andere Geschichte. Okay, wir haben jetzt hier ein Feuer reinbekommen. Dazu DLF-16, DL-30. Und ich hätte auch ganz gerne den Kreisbrandmeister. Ich lasse das LF-16 tatsächlich direkt. Oh, fuck. Alter, was ist hier passiert? Und brennt das alles? Ist was hochgegangen? Krasser Scheiß. Lass LF16 tatsächlich zum Feuer durchfahren. Nebenbei muss ich mich bedanken. Es haben sich unglaublich viele auf die Anfrage gemeldet. Nach den W50 Horn-Sounds haben sich sehr viele gemeldet. Wir haben auch einige gute Dateien bekommen und der Teddy konnte davon was verwerten. Finde ich klasse. Dank euch wird die Modifikation noch ein Stück weit besser, als sie so schon ist. Und das ist doch immer eine coole Sache. So, der KBM ist da. Der stellt sich mal bitte hier so ein bisschen an die Seite. Ich habe auch gehört, dass sich das Alarmierungssystem verändern wird. Finde ich gut. Dann macht man nicht mehr unten alles über diese Schnellwahltasten, sondern man macht es dann tatsächlich über den Kreisbrandmeister. Der bekommt dann noch so ein paar Befehle. Und dann wird entweder darüber alarmiert oder wenn man noch mehr Kräfte braucht, ist dann halt ein ELW vonnöten. So. Ja, einmal hier so hin. Das Tankischfahrzeug kann direkt auf die andere Seite fahren. Wir haben nämlich jetzt hier einen Großbrand vom Allerfeinsten. Gut, du bist also. Ah, fuck. Ich muss mal Standrohr setzen. Du bist also ein Gruppenführer, okay. Wird das Fahrzeug hier echt geil, ne? Also so detailreich ohne Ende. Wahnsinn. Wasser würde ich jetzt tatsächlich, glaube ich, hier vorne herziehen. Dann würde ich das LF16 einfach mal noch ein Stück vorfahren lassen. Da ist auch unsere DL30.
Die kann sich dann gleich hier in Stellung bringen. Oh nein. Du fährst noch bitte ganz kurz das Fahrzeug noch ein Stück vor. Ja, perfekt. So sieht das gut aus. Okay. Standrohr sitzt. Wir bauen uns die Einspeisung auf. Und ich hatte tatsächlich recht. Eigentlich hat das LF16 einen 200-Liter-Wassertank. Allerdings gab es wohl damals häufig ja, den Umbau, dass einfach mehr Wasser auf das Fahrzeug gebaut wurde. Und somit das Wasser dann auf ja, 1600 Liter gesteigert wurde. Und man natürlich deutlich mal ja, einsatztaktischen Wert hatte, wenn man das so sagen möchte. Auch sehr krass, dass die Leiter einfach mal voll besetzt ist. Dann könnt ihr euch eigentlich auch selber einspeisen. Oh nein, ich habe einen Skriptfehler. Oh, ich hoffe, mein Telef ist nicht in Luft gegangen. Ich habe einen Skriptfehler. Kann ihn ignorieren. War das das Telef? Nein. Gott sei Dank. Okay, wir machen mal ganz kurz das hier. Dann löschen wir nämlich schon mal ein bisschen. Dann möchte ich das. Ah, ich glaube, der Skriptfehler tritt bei der DLK auf. Kann das sein? Ja, dann nehmen wir mal ganz kurz hier von. Ja, nee, dann geht ihr einmal so hier dran. Du wirst Maschinist des LF sein. Bei dem LF ist das Problem, dass die Leitern irgendwie den Punkt so ein bisschen verhunzen. Sodass man da ein paar Probleme hat beim Einspeisen. Aber gut, das kriegt man alles hin. Oh, wir haben auch richtig Chaos hier, ne? Oh, guck mal, sogar Strahlrohr. Ordentliche CM-Strahlrohre, wunderschön. Oh nein. Du gehst bitte auf die Leiter mit PA. So, dann wird jetzt hier fleißig gelöscht. Die löscht sonst natürlich wieder mal exorbitant hoch. Na, wie sieht es hier mit. Oh, guck mal, hier haben wir. Ne, haben wir das nicht dran? Nein, das. Okay, dann müssen wir hier natürlich erstmal schauen. Wir bauen mal ganz kurz den Monitor ab. Und fahren hier so hin, würde ich sagen. Zack. Hier wird fleißig gelöscht. Ich brauche auf jeden Fall noch weitere Kräfte und zwar. In dem Sinn hätte ich hier ganz gerne mal noch einen LF16. Ich brauche ja unbedingt noch Personal, ne? Pass auf, wen haben wir denn hier noch so rumstehen? Ihr gehört ab sofort zur Besatzung des TLF. War kein AGT? Weil das hängen, das ist natürlich doof. Dann müssen wir gleich mal gucken. Okay, so, das steht. Dann solltest du dir eigentlich einen Schlauch nehmen? Hast du auch nicht gemacht, du Sack. Du nimmst dir einen Schlauch. Du kannst dich einmal mit PA ausrüsten. So, perfekt. Dann bist du Maschinist. Nee, du bist AGT, Verzeihung. Weil du hast nämlich einmal. Dann legen wir hier den Verteiler. Und aus dir mache ich einen Maschinisten. Okay, perfekt. Dann holst du dir bitte einmal noch einen Schlauch plus Strahlrohr und dann kann eigentlich der Angriff direkt beginnen. Wir müssen jetzt hier einmal allerdings ja, unseren Kopf machen, dass wir das noch rausbekommen. Nur Verletzte? Nein. Gott sei Dank.
Gut, wir bekommen gleich noch das LF-16. Ist das Wasser? Ist das ein. Jawohl, ist ein LF-16-12, das ist ganz gut. Ja, das können wir gleich abarbeiten. Das ist jetzt nicht erstmal primär nicht so super wichtig. Was macht ihr beiden denn eigentlich hier hinten, wenn ich mal fragen darf? Ist das noch aus? So, dann machen wir ein bisschen Platz, damit das Fahrzeug durchhämmern kann. Ach, sehr geil, ja, mit den Klappen, die offen sind. Ist einfach ein schickes Fahrzeug, gefällt mir einfach richtig gut. So, dann ist hier unser LF-16 mit ganzen zwei Leuten. So, ne, das ist ein Ding. Dann nutzen wir einmal Schnellangriff. Das Ding ist, ich werde gar keinen. Erkennen. Ach, das dachte ich mir. Ah, aber gut. Du wirst AGT auf dem Fahrzeug hier werden. Du kannst ebenso mit hier hingehen. Dann machen wir hier das Feuer noch aus. Hier wird noch gelöscht. Das ja, dürfte sich eigentlich gleich erübrigen. Aber nichtsdestotrotz könnten wir auch da zur Not noch mit dem Feuerlöscher mal hingehen. Dann legen wir uns hier nochmal einen Verteiler rein. Fahren ja allerdings aus der Fahrzeugpumpe raus. Ich denke, das ist durchaus möglich. Ja, hier auch wieder der interessante Auszug. Sieht cool aus. So. Da ich auch ein bisschen Angst habe, aber wir beobachten das mal. Ich fahre jetzt erstmal Tankbetrieb. So, dann könnt ihr die Schläuche mal ganz kurz ablegen. Ah, okay. Lieber Teddy, hier ist auch noch ein kleiner Fehler drin, wenn du das sehen solltest. Dafür bieten sich halt die Videos auch ganz gut an, dass man solche kleineren Fehler einfach direkt aufdeckt. Und wie gesagt, ich glaube, der Script-Error rührt von der Drehleiter her. So, dann läuft das ja. Dann können wir eigentlich hier soweit. Das ist ja ein Ding. Wie kriege ich denn jetzt den Schlauch hier weg? Hä? Okay, warte mal. Einen Fehler gemacht? Macht hier das Wasser? Der Wassertank? Ah, okay, ja gut, das sollten wir so auskriegen. So, warum aber möchtest du das jetzt hier nicht abbauen? Das ist ja echt ein Ding schon wieder. Könnte ich denn debuggen? Debug, E-Boost, Feuer anzünden, okay. Ersetzen, Traffic Debug. Ja gut, Traffic Debug. Bringt mir jetzt hier erstmal nichts. Das ist doof. Ja gut, kann natürlich sein, dass jetzt hier noch entsprechend Personal fährt. Das Ding ist, ich könnte jetzt natürlich nicht das Fahrzeug zurückfahren lassen. Gut, dann hat das einen Schaden und kann leider nicht einrücken. Muss man sich halt eine passende Geschichte zurechtlegen, ne? Mein Gott. So, pass auf, aber um die Kollegen hier mal zu unterstützen, gehen wir auch ohne PA mal hier schnell an den ganzen Spaß ran. Ich denke, das macht durchaus Sinn. So. Wir rüsten einmal zurück. Was ich natürlich auch vergessen habe, ist das Standrohr wieder einzupacken. Ist jetzt das gleiche? Ah, ich glaube, ich weiß, woran es. Oder kann das daran liegen? Bin ich mir jetzt echt unschlüssig.
Vielleicht liegt es am AGT. Ah ja, ich glaube, es lag tatsächlich. Okay, dann muss ich Teddy mal Bescheid sagen, dass dieser Fehler tatsächlich nur mit. Ah ja, okay, warte mal. Hier muss man halt bei dem Fahrzeug ist halt so, man müsste halt wirklich den Aufbau treffen und nicht die Leitern. Ist aber ach, nicht ganz so schlimm. Alles im grünen Bereich. So. Bauen wir hier noch den Hydrant ab. Dann machen wir mal ganz kurz den E-Stopp rein. Oh, was war das denn? So. Ja, und dann probieren wir mal heimzufahren, ne? So, dann geht ihr einmal in die 1, bitte. Okay, irgendwie will das Personal auch ordentlich mal einsteigen. Aber mit dem Teddy schreiben. So. Dann können wir das nur mal probieren. Also hier steigt das Personal tatsächlich ein. Ja, das Ding ist, ich glaube nicht, dass der Kollege jetzt heimfährt. Doch, macht er. Oh gut, der Schlauch bleibt liegen. Okay, das ist ein Fehler. Damit kann ich leben, weil dann kann nämlich das Fahrzeug auch noch benutzt werden. Okay, der KBM kann natürlich mal sein Fahrzeug wieder einsteigen. Gehen hier in die 1. Wir fahren hier natürlich nach Hause. Okay, gut, dann muss ich das mir jetzt merken. Für diese Version, dass man die Verteiler nur mit Personal ohne PA abbaut. Das ist ein Fehler, damit kann ich leben. Also, was heißt kann ich leben? Ist jetzt nicht tragisch. Ne? Wenn man das weiß, kann man da durchaus trotzdem seinen Spaß haben. Habe ich euch gar nicht gezeigt, aber wie gesagt, das LF16 hat natürlich. Auch was. Jetzt haben wir hier natürlich den Schlauch noch liegen, aber gut, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. So. Aber weil wir jetzt einmal das TSF hier vor Ort haben, weil das LF16 andere Aufgaben hatte, arbeiten wir hier unsere Ölspur noch ab. Wobei, da reicht ja, glaube ich, ein Sack. Dann kann einer tatsächlich schon mal den Besen holen. Auch sehr cool, dass hier das Bindemittel sichtbar ist. In vielen Mods ist es leider irgendwie nicht so sichtbar. Da ist das so ein bisschen verbuggt. Aber hier ist das durchaus sichtbar. Guck mal hier. Wie war das? Die Speerspitze der deutschen Feuerwehren. TSF und TSFE. Das war zumindest früher so, ist vielleicht heute noch so, aber vielleicht auch nicht mehr so super Stand der Technik. Wobei so ein schönes, ein ordentlich ausgestattetes TSFW ist auch ein wunderschönes Fahrzeug. Kannst du auch gut mitarbeiten. Da ist nichts gegen einzuwenden. Wo auch ganz lustig. Unser TLF 16 hat jetzt, glaube ich, gleich einen Einsatz und fährt dann demnach weg. So, und dann kehren wir hier nochmal ordentlich. Und so ist dann auch unser Einsatz hier beendet. Ein LT35 ist echt nicht hässlich, ne? Also, fällt mir eigentlich so an sich ganz gut.
Oh nein, ich war zu schnell. Mutz! Ich wollte doch nur das TLF begutachten. Mach's gut, TLF. Aber auch kaum Personal drauf, ne? Also, das ist schon eine enge Kiste. Aber gut, so ist es ja im realen Leben manchmal auch. Das ist halt leider so. Dass Personal nicht im Überfluss vorhanden ist. Gut, wir haben unsere zwei Einsätze. Oder drei Einsätze waren es ja tatsächlich. Abgearbeitet. Hat alles soweit gut funktioniert. Das Feuer ist relativ schnell, relativ ausgeartet. Ich meine, dieser ganze Komplex hier hat gebrannt, ne? Leckt mich in der Tasche. Und hier staut sich gerade der Verkehr. Aber auch dafür gibt es ein ganz tolles Feature, und zwar Debug Traffic sollte eigentlich, will gerade nicht funktionieren, aber eigentlich okay, funktioniert auch nicht. Gut, muss ich mal mit dem Teddy reden, das ist ja, funktioniert halt noch nicht. Ist aber nicht schlimm, dafür mache ich ja die Videos, dass man einfach so kleinere Bugs vielleicht noch findet, vielleicht noch fixen kann und die Version dann einfach noch ein bisschen besser wird. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich finde die Version richtig gut, macht mir richtig Spaß und ich spiele sie mittlerweile allein durch die Fahrzeuge, weil das gibt es halt so an sich einfach noch nicht. Ich kenne keine Modifikation, die auf solche alten Fahrzeuge reinsetzt. Ich habe zwar schon mal von der einen oder anderen DDR-Mod gehört, allerdings ist sie mir nicht zugänglich und kann ich auch nichts über sagen. Deshalb freue ich mich, dass ich sie spielen darf. Ich habe übrigens hier einen Feuermann vergessen, aber der passt auf den Schlauch auf. Ja, freue ich mich, dass ich sie spielen darf und dass ich euch auch natürlich zeigen darf. Und bis dahin war es das erstmal von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videostreams. War's auch mal wieder. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.